Hallo zusammen, heute will ich euch wieder eine Zigarette vorstellen, seit längerem mal wieder. Und zwar geht es um eine Sorte, die es glaube ich nicht mehr gibt, und zwar kommt die aus Österreich, die vom Stefan bekommen. Danke Stefan. Ich habe die noch nie in meinem Leben geraucht und bin jetzt da voll gespannt drauf. Das ist nämlich die billigste filterlose Zigarette, die es in Österreich gegeben hat, die A3. Die ist aus dunklem, unparfümierten Balkan-Tabak und wurde von den normalen Arbeitern viel geraucht. Die feinen Herren in Österreich, die haben die Zweier geraucht, die sogenannte Donau-Zigarette. Wie gesagt, unparfümiert, filterlos und Balkan-Tabak. Drei Sachen, die mich brennend interessieren, und ich werde jetzt mal aufmachen und dann schauen, wie die schmeckt. Auf die bin ich mega gespannt. Das ist ja so ein Gegenstück zur deutschen Rothändli, würde ich sagen. Die Dreier war eine Arbeiter-, eine Proletarier-Zigarette, vergleichbar mit der Nationale auch in Italien. Jetzt machen wir die mal auf. Ist in so einer Softbox. Ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, die österreichischen Zuschauer. Und die Legende besagt, einmal ziehen, zweimal spucken. Sie sind locker gedreht. So sieht sie aus, ganz schlicht mit A3 beschriftet. Schöner Tabakgeruch. So locker sind sie gar nicht. Durchaus vergleichbar mit der Nationale aus Italien, die es ja auch nicht mehr gibt. Super Sache. So hat das Zigarettenrauchen begonnen. Vor über 100 Jahren mit filterlosen Zigaretten aus unparfümiertem Tabak. Und nach den ersten Zügen kann ich sagen, einer meiner Lieblingszigaretten. Auf derselben Stufe wie die Nationali. Oder Salim Nummer 6. Wenn das Arbeiterzigaretten sind, dann rauche ich die gerne. Das ist heute mal wieder ein Genusszigarettchen. Ich habe jetzt ein paar Wochen keine geraucht. Ja, die Donau-Zigaretten würden mich natürlich auch interessieren. Die Zweier, wo die feinen Herren geraucht haben in Österreich. Aber die können nicht besser sein wie die. Wer noch welche rumliegen hat. Ja, alle paar Wochen mal Zigarette ist ein Genuss, keine Sucht, würde ich sagen. Ich hake das danach wieder ab. Also die nächsten 14 Tage wird kein Zigaretten-Review kommen von mir. Das war es auch schon wieder. Auch zur Mitte hin nicht zu stark, nicht zu schwach. Ja, sind schon eher stark. Also gehen schon in Richtung stark. Das muss ich jetzt korrigieren, weil ich spüre jetzt schon ein bisschen was von der Wirkung. Danke fürs Zuschauen. War mir eine Freude. Viele Grüße nach Österreich.
Da würde jetzt noch ein Otterkringer dazu passen zu der Zigarette. Eine schöne Kaffeehauszigarette. Oder noch der eitrigen am Würstelstandl. Schreibt mir doch mal, ihr Österreicher, ob es die noch zu kaufen gibt in Österreich oder ob es mit der vorbei ist. Interessiert mich. Die Nationale gibt es ja leider nicht mehr, die habe ich mir mal aus dem Urlaub mitbringen lassen von Arbeitskollegen. Oder wenn ich selbst dort war, habe ich schon sämtliche Tabaci abgeklappert. Aber bin ich nicht mehr fündig geworden, gibt es nicht mehr. Gardasee, überall, habe ich gefragt, in dem kleinsten Laden, im kleinsten Dorf. National, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die, wie heißen die gleich, die mit dem grünen Schiff, die habe ich noch mal bekommen, aber mit denen ist Schluss. Gut, Zigarette ist zu Ende. Bis zum letzten Ende rauche ich sie nicht. Das war's. Ciao und Servus nach Österreich und nach Deutschland und nach, ich weiß nicht, wo ich noch geschaut werde. Danke, Leute. Ciao. Halt, die Schweiz habe ich natürlich vergessen, weil von den Schweizern habe ich auch noch eine ganz gute Zigarette unten liegen. Die kommt halt dann das nächste Mal dran, und zwar die Heimat.